Mann mit dem Koffer war wieder da. Echter Schriftsteller liest für Schüler der vierten Klassen aus Büchern vor. Der alte Koffer ist sein Markenzeichen. Wenn der Hannoveraner Autor Wolfgang Hensel, 48, in die Schule kommt, um den Kindern vorzulesen. Eigentlich sieht der Mann mit dem wallenden Haupthaar gar nicht aus wie ein richtiger Schriftsteller, aber er hat schon viele Bücher geschrieben, auch schon mal für Erwachsene. Mit seinen Turnschuhen und den verwaschenen Jeanshosen könnte man fast glauben, Hänelt würde gleich auf die Bühne steigen, um zur E-Gitarre zu greifen. Die Grundschule am Sportplatz ist nicht die einzigste Schule, die er dieses Jahr besucht. Er macht öfters solche Lesungen. Seinen Namen kennt man in Deutschland und auch in Spanien, aber eigentlich kommt er aus Fulda. Das alles erzählt er den aufmerksamen Kindern der ersten bis vierten Klassen, die ihn in der schmucken Turnhalle mit neugierigen Fragen löchern. Trotzdem verdient er nicht viel Geld, weshalb die Schüler demnächst Papier für ihn sammeln wollen. Allerdings werden solche Lesungen von einem Förderkreis unterstützt und da ist der Stundenlohn für Hänsel höher als bei einem Facharbeiter von Mercedes. Lesen hat eine lange Inflation bei uns, sagt Schulleiterin Hildegard L. Wir hatten auch schon den Udo Siebner hier und Herrn Bödecker aus Ostfriesland. Und einmal war auch eine Frau da, glaube ich, aber an ihren Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Auch die Klassenlehrerin glaubt, dass die Vorlesung den Kindern gut gefallen hat. Sie hat ebenfalls mit gespitzten Ohren zugehört und ist stolz auf ihre Schüler. Die Kinder waren wirklich gut vorbereitet. Sie wollten auch wissen, ob Hänel auch Harry Potter geschrieben hat, aber das war jemand anders. Er hat auch keine berühmten Vorfahren, aber er hat seine Geschichten alle selbst erlebt und das merkt man gleich. Deshalb las er gut gelaunt aus seinem neuen Kinderbuch vor. Da ging es um einen Hund, der fast gestorben wäre. Auch sein eigener Hund ist schon tot. Jetzt wollen die Kinder auch alle Schriftsteller werden. Aber das ist ein langer Weg, weiß Hänsel, und man muss viel lesen, gibt er den Kindern noch mit auf ihren späteren Lebensweg. Seine Bücher werden manchmal auch von den Kritikern zerrissen. Hänsel hat auch eine Frau und eine 13-jährige Tochter, deshalb weiß er, wovon er schreibt. Sein Hund ist im Frühjahr gestorben. Insgesamt ging es bei der Vorlesung aber sehr lustig zu. Insgesamt war es ein netter Vormittag. Zum Schluss gab es sogar noch ein Autogramm für jeden, das er sich mit nach Hause nehmen durfte. Häwelmann, 58, versprach, vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederzukommen. Aber lange mache ich das nicht mehr, setzte er verschmitzt hinzu. Wenn ich 60 bin, will ich nur noch schreiben. Das ist natürlich schade, sagt die Schulleiterin traurig, weil er dann ja nicht mehr kommt. Aber es gibt ja zum Glück auch noch andere Autoren.